Willkommen zurück bei 2D Zocken! Es geht weiter mit unserem Let's Play zu Kingdom Come Deliverance. Wir haben doch jetzt Schloss knacken. Oder? Auf 11? Ja, Mann. Jetzt könnten wir fast mal versuchen, ob wir schwere Truhen knacken können. Das würde mich tatsächlich interessieren. Dann machen wir das doch gleich. Thalenberg und ich eine innige Freundschaft mit den Truhen, die da oben liegen. Hehe. Wir haben ja gesagt, wir boxen die alle. Der Devise bleibe ich treu. Was willst du hier, hä? Das ist meine Straße. Du bist... Aber wenn ich so einen sehe, ne? Ohne Rüstung, ohne Helm, ohne irgendwas, dann tut er mir fast schon echt leid. Und sein Kollege. Ah, das war schon wieder so. Die haben es bestimmt besoffen ausgemacht, oder? Das kann doch keiner ernst meinen. Also das war ja... Das war nix, Freunde. Aber gut, ey, jedem das seine, gell? Wenn er da unbedingt auf die Gosche will, meinetwegen. Löwenzahn. Düpp. Düpp. So, genug des Gesummes, auf nach Thalenberg, da haben wir noch ein bisschen was zu Wanderer, naja, den brauchen wir jetzt nicht. Den Wanderer, lassen wir den mal das seines Weges ziehen. Obwohl er vielleicht auch ein Händler wäre, der eventuell sogar ein bisschen was dabei hätte für uns, keine Ahnung. Ich glaube, ich schaue als allererstes mal bei meinen Lieblingstruhen vorbei. So, wo ist es hier? Hey, du! Ruhe dich nicht von der Stelle! Oh Mann! Ja, das war eine scheiß Idee, ne? Wie viel Geld haben wir denn? Ich habe ja nichts geklaut, ne? 11k. Werde ich die Strafe jetzt bezahlen und versuchen bei Nacht da wieder reinzugehen. Das ist ja so nix. Oder kommt mir einfach nicht hinterher. Das geht natürlich auch. Immer noch zu kompliziert. Das ist schade. Aber gut. Dann wissen wir das auf jeden Fall schon mal. Ja, und ich denke, wir werden halt bis zum nächsten Mal hier wieder
nicht gesucht sein, ne? Schade, dass das zu kompliziert ist. Oh. Gott sei mit dir, Heinrich. Grüß. Hi. Gibt's da jetzt oben noch was? Ja, hier können wir noch knacken. Da brauchen wir echt Stufe 15 Schloss knacken. Das ist schon viel. Wir gehen nicht mehr in den Keller hier. Das könnt ihr vergessen. Wir sind zu dick für diese Leiter. Ich habe im Gefühl, dass wir oben noch Sachen hatten, die wir mitnehmen können. Weil ich meine, wenn wir hier schon gesucht werden, dann bitte auch zurecht. Wisst ihr? Ja, also. Habe ich nicht auch geskillt? Dass ich schneller nicht mehr böse bin? Ich hoffe, ich schau gleich mal nach. Spielerfertigkeiten, Heimlichkeit. Allerweltsgesicht. Wenn nach dir gesucht wird, fällt es den Leuten schwerer, dein Gesicht zu erkennen und sie geben die Suche schneller auf. Sehr gut. Genau das brauche ich. Ich kann von ihr aus nicht schnell reisen, das sehe ich ein. Nein! Hier bricht man sich doch so schnell die Füße. Was war das? Was treibt... Ist das dein Ernst? Ich habe nichts gemacht. Aber dass es jetzt funktioniert hat, mich hier an der Wache vorbeizuschleichen, habe ich ja natürlich auch nicht erwartet, ne? Mir soll es recht sein. Ehrlich gesagt, wenn ich es hier schon verkacke, kann ich wenigstens eine Schloss hier noch mitnehmen. Für die Fertigkeit, Freunde, ihr wisst doch. Was glaubst du, was du da tust? Einfach nicht kontrollieren. Das ist wichtig. Und dann werden die mir schon verzeihen. Jetzt haben wir aber auch nachts. Jetzt könnte es sein, dass wir überfallen werden. Das wäre natürlich... ich mag das. Leute zurechtweisen mit meinem Schwert und Schild. Na also. Zeig, was du drauf hast. Das wird eine Freude. Sehe zwar fast nichts, weil dunkel ist, aber... Für die Bauernlümmel reicht's. Ja, den muss ich jetzt fast nicht umbringen, die beiden hier. Also das ist ja...
traurig, dass die mich überhaupt angreifen. Das ist... Die 5 Groschen können sie behalten. Und ihr Leben natürlich. Wieso trage ich denn so viel? Das kann doch gar nicht sein. Wieso kann ich jetzt nur noch 145 tragen? Verstehe ich nicht. Nun gut. So, jetzt aber bitte ab nach Hause. Und dann verkaufen wir alles. Und schauen wir mal, wie die Hauptquest weitergeht. Hatten wir nicht noch ein Buch, das wir lesen wollten? Urvater Tschech. Viele Jahrhunderte ist es her, dass ein Woiwode namens Tschech in den entfernten Ländern der Kroaten lebte. Da das Land für seine Leute knapp war, beschloss er, sein Heimatland zu verlassen. In einer großen Zusammenkunft bot er den Göttern Opfer dar, verließ sein geliebtes Geburtsland und machte sich in Richtung Westen auf, um neues Land zu finden. Die gesamte Nation, ob Frauen, Kinder oder Alte, folgte zu Fuß oder im Wagen mit ihren wenigen Habseligkeit und ihrem Vieh im Schlepptau, ihrem großen Anführer. Es vergingen viele Wochen, bis sie ein neues, bisher unbekanntes Land erreichten. Aber siehe da, die Menschen dieses Landes sprachen in einer Sprache, die ihnen nicht fremd war. Ermutigt zogen sie weiter, bis sie einen Ort erreichten, wo ihre haarige, nur in Pelz gekleidete Menschen mit Waffen in den Händen begegneten. Doch ihre Reise führte sie noch weiter. Durch dichte, ungezähmte Wälder, durch Sümpfe und durch Buschland, bis sie an einem Berg namens Rib, Georgsberg oder Rautnitzer Berg angelangten, der sich eindrucksvoll in einer weiten Ebene erhob. Die gesamte Nation, von ihrer großen Reise erschöpft, ließ sich um den Berg nieder, um ihre Stärke wiederzuerlangen. Tschech erklomm den Berg und begutachtete das Land von oben. Er erblickte fruchtbare Ebenen und Wälder, reichlich Wasser und grünes Weideland. Als die Menschen am nächsten Morgen erfuhren, dass er den Berg erklommen und nur Gutes gesehen hatte, waren ihre Herzen von Glück erfüllt. Und so sprach der Woiwode Tschech: Von nun an werden wir keinen Mangel mehr leiden, denn wir haben das Land gefunden, das wir einst gesucht. Sehet! Dies ist das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen und Jagdvieh im Überfluss grast. Hier werden wir Wohlstand und Schutz vor unseren Feinden finden, aber es braucht noch einen Namen. Was sagt ihr? Wie sollen wir diesen wunderbaren Ort nennen? Darauf antworteten alle wie aus einer Kehle: Er soll deinen Namen tragen. Dann fielen sie auf die Knie und küssten die Erde ihres neuen Landes, das fortan den Namen Tschechien trug. Na, wenn das wirklich so schön war, dann, klasse. Ich glaube aber, das war nicht so arg schön. Da gab es bestimmt Reibereien. Aber so ist es überliefert und dann ist es ja auch völlig in Ordnung, ne?
So, jetzt haben wir ein bisschen Hunger. Pennt die immer noch? Wahnsinn. Ah, hi Peschek. Hoffentlich hat er jetzt wieder Kohle, ne? Gott sei mit. Hi. Ich habe hier. Nee, null. Ja, da kommt sie in die Truhe, bis der wieder Kohle hat, ne? So. Wir haben ganz schön heftiges Standardgewicht, ne? Aber nun gut. Ach, ins Kloster mussten wir, ne? Wegen der Hauptquest, wegen der Pest, die ausgebrochen ist. Warum lauft ihr jetzt nach Rattay? Geht's doch hier rüber. Ja, okay. Hallo Pebbles. Und los geht's. Aber man ist wirklich schneller auf dem Rücken unseres Pferdes, ne? Gut, macht auch Sinn. So, ach, hier waren wir ja schon mal. Hier haben wir doch das mit dem Attentat aufgeklärt. Johanka? Ha, Heinrich? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hörte, es geht dir gut. Gerade nicht so. Matthias schickt mich. Matthias? Gott, es ist doch nichts passiert. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber Merhuyet wurde angegriffen. Oh Gott, wie geht es Matthias? Wurde am Arm verletzt. Er spielt es herunter, aber die Wunde sieht übel aus. Ich muss ihn sehen. Bevor du gehst, da gibt es noch etwas. Was? Irgendeine Krankheit breitet sich in Merhuyet aus. Das Vieh wurde dahingerafft und jetzt erkranken auch die Menschen. Ich dachte, vielleicht weiß hier jemand, was zu tun ist. Gütiger Himmel, wie schrecklich. Gut, dass du gekommen bist. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann hier. Sprich mit Bruder Nikodemus, dem Arzt des Klosters. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Alles klar, ich werde ihn suchen.
Komm wieder, wenn du mehr weißt. Ich danke dir, Johanka. Danke, Johanka. Was geht hier vor? Mein Gott. Philipp und... Sie sind alle... Ja. Was glaubst du, wo die Verwundeten enden würden? Ich... hatte ja keine Ahnung. Tja, jetzt schon. Nikodemus und ich versuchen, so gut es geht, zu helfen, seit Scarlett dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nur wir beide. Spiel gespeichert. So, dann suchen wir doch mal den Herrn Nikodemus. Würdest du mich in... Selbstverständlich. Ich möchte die... Gut. Also, pass... Irgendeine Krankheit breitet sich in Meerhuyet aus. Johanka meinte, du wüsstest vielleicht Rat. Eine Krankheit, sagst du? Wie faszinierend. Ja, ja, wirklich faszinierend. Aber kannst du diesen Leuten helfen? Das vermag ich noch nicht zu sagen. Dazu müsste ich mehr wissen. Sag mir, ist das ganze Dorf davon betroffen? Nein, zumindest noch nicht. Mehrere Haushalte aber schon. Ungefähr das halbe Dorf. Meerhuyet. Hat es da nicht ein Gestüt? Was ist mit den Tieren? Haben die sich angesteckt? Ja, da gibt es ein Gestüt. Alle Tiere sind tot. Auch die Pferde, das Vieh, die Hühner. Und nun hat es die Leute erwischt. Höchst faszinierend. Was könnte man dagegen tun? Kennst du die Symptome? Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ich habe viele umfangreiche Werke zu dem Thema hier in der Bibliothek. Beschreibe mir die Symptome, dann können wir dort Rat suchen. Kannst du lesen? Ja, kann ich. Ausgezeichnet. So folge mir in das Skriptorium. So, womit beginnen wir? Offenkundig stimmt etwas nicht mit Ihrem Verdauungstrakt. Mit was? Mit Ihrem Verdauungstrakt, Heinrich. Ja. Das Problem liegt zwischen dem Mund und dem Arschloch. Aha, klar. Verstanden. Zu diesem Zeitpunkt kann man noch nichts ausschließen. Schau du im Brevarium de Signis Causa nach. Ein namhaftes Manuskript aus Salerno, verfasst von Johann von St. Paul. Aber ich kann kein Latein. Zu deinem Glück übersetzt unser Bibliothekar bedeutende medizinische Werke in die Gemeinsprache. Also kannst du dich sehr wohl nützlich machen. Studiere das Brevier sorgsam und vergleiche die Symptome mit überlieferten Fällen. Das hilft uns vielleicht weiter. Ich hingegen widme mich den erprobten Klassikern Avicennas Canon Medicinae und Galenos Hauptwerk Ars Medicinalis. Wie man Krankheiten mit Hilfe der Körpersäfte erkennt. Es ist bekannt, dass im Körper eines Menschen vier Säfte wirken: Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Sind sie ausgeglichen, erfreut sich die Person bester Gesundheit, besteht jedoch Überfluss an nur einem dieser Säfte, durchschwemmt er den Körper, stört seine Ausgeglichenheit und führt zu Krankheit und sogar zum Tod. Ein Überfluss an Schleim kann außerdem zu Diphtherie führen. Der Körper versucht, sich diesem Übel zu entledigen, indem man hustet, manchmal unter Krämpfen. Dies führt zu Entzündungen im Hals, Mund und den Kranken plagen. Und die Aufnahme von Flüssigkeit erschweren die Qualen, meist von Fieber und Unwohlsein verschlimmert. Nach einigen Tagen erscheinen Ausschläge oder Pickel. Menschen, die sich in der Nähe des Kranken aufhalten, stecken sich leicht an. Doch trifft dies nicht auf jeden zu. Tiere können nicht an Diphtherie erkranken. Das fällt raus. Die Pest, verursacht von Unregelmäßigkeiten der schwarzen Galle, zeigt sich mit vielerlei Symptomen. Dazu gehört ein unstillbarer Durst sowie Unwohlsein, meist begleitet von spastischem Husten
und manches Mal sogar Durchfall, wodurch sich der Körper der überflüssigen schwarzen Galle zu entledigen versucht. Nach einigen Tagen tauchen am Körper Pusteln auf, meist am Hals, unter dem Kiefer, in den Achselhöhlen und am Unterleib. Später zeigen sich schwarze Flecken an Finger, Nase, Mund und anderen vorstehenden Teilen des menschlichen Körpers, an denen sich schwarze Galle festsetzt. Die Pest verbreitet sich schnell unter den Menschen, wenngleich manche verschont bleiben. Kleine Tiere leiden nicht an der Pest, doch größere könnten sich anstecken. Fällt auch raus. Ein Überfluss an gelber Galle kann zu Ruhr führen, eine Krankheit, die sich auf unterschiedliche Weise offenbart, vor allem jedoch durch schrecklichen Durchfall, nur selten kommt Erbrechen hinzu. Die Krankheit leiden zudem an schrecklichen Durst, Unterleibsschmerzen und Fieber, die solches unter Menschen anstecken, jedoch ungefährlich für Tiere. Doch es gibt auch andere Wege, die Körpersäfte Ungleichgewicht zu bringen, das Blut zu schwächen. Eine Vergiftung zum Beispiel äußert sich durch Fieberanfälle, Delirium und Magenkrämpfe, welche mit Zuckung durch von großen Durst einhergehen. Wurde ein Mensch durch Gas vergiftet, zum Beispiel in Minenschächten, nahe Sümpfen oder ähnlichen Orten, zeigt sich die Vergiftung oft durch Ausschläge Nase und Mund. Wurde das Gift über die Nahrung aufgenommen, ist jedoch keinerlei Ausschlag sichtbar. Vergiftung zwischen Menschen oder Tieren ist nicht übertragbar, doch trinken sie beispielsweise alle vom selben Wasser, sind Menschen wie Tiere betroffen, letzteres meistens schneller. Das ist es, die wurden vergiftet. Was ich mir auch gedacht habe, ist folgendes. Ein Tag, nachdem die angegriffen hatten, die haben beim Angriff das Dorf vergiftet. Genau vor meiner Nase. Pass etwas besser auf. Nur ein Weilchen hieß es. Hä, wo ist ein anderer Kumpel? Ich weiß jetzt, dass sie vergiftet wurden. Was will der hier? Ah, hier. Ich glaube, ich hab's. Ja. Und wie lautet das Ergebnis? Verdorbenes Wasser hat sie vergiftet. Wirklich? Höchst unwahrscheinlich. Doch wenn Meister Johann von St. Paul das sagt, wer bin ich daran zu zweifeln? Wir müssen sofort eine Arznei zubereiten. Ich könnte dabei helfen. Wirklich? Ja, ich kenne mich mit Alchemie etwas aus. Ein Gemeiner, der etwas von Heilmitteln versteht. Wer hätte das gedacht? Ausgezeichnet. Ich gebe dir das Rezept. Und du hast meine Erlaubnis, das Laboratorium des Klosters zu nutzen. Danke. Ich gehe sofort an die Arbeit. Und ich eile in der Zwischenzeit direkt nach... wohin nochmal? Merhoyet. Richtig, Merhoyet. Ich nehme Johanka mit. Niemand kümmert sich aufopferungsvoller um die Kranken. Eile mir nach, sobald die Arznei zubereitet ist. Danke, Bruder Nikodemus. Es gibt dort einen Mann, der eurer Hilfe dringender bedarf als jeder andere. Er ist ein wichtiger Zeuge bei einer Mordermittlung. Ausgeschlossen. Wir richten unsere Zeit mit den Kranken nach der Schwere ihres Leidens, nicht nach deinen weltlichen Bedürfnissen. Heilmittel für Merhoyet. Rezept für die Arznei, die die kranken Dorfbewohner von Merhoyet heilen sollte. Bereite Wasser, eine Handvoll Baldrian, zwei Handvoll Disteln und etwas Kohle vor. Gib die Disteln in den Kessel und lass sie für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Gib den Baldrian hinzu und lass alles für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Lass das Gemisch abkühlen. Gib zum Schluss die Kohle hinzu, aber lass das Gemisch nicht kochen. Ich hab die alle nicht, ne? Zwei Distel, ein Baldrian, ein Holzkohle, aber das sollte sich ja irgendwie... Das sollte man ja irgendwie schaffen. Zwei Disteln, ein Baldrian, Holzkohle. Noch einer mehr, der uns die Haare vom Kopf frisst.
Gibt's hier nicht irgendwas zu kaufen?